Und über die Forstwirtschaft, über eine Stelle, erst in Nordspanien, dann nach Wien, hat es mich sozusagen immer mehr in die Natur gezogen. Und ich habe dann einfach hier in Wien mit meiner Frau zusammen ein Leben aufgebaut. Und diesbezüglich habe ich dann auch das Mountainbiken für mich entdeckt. Und auch die Natur, die man in Wien einfach reichhaltig bekommt, wenn man es vergleicht mal mit Berlin, sehr reichhaltig. Und das Ergebnis dieser Reise, jetzt 4 Jahre später ungefähr, das sehen wir jetzt eigentlich ziemlich deutlich, wo wir jetzt sitzen. Das ist das Trail Center Hohe Wandwiese. Das sind mehr als 12 Kilometer gebaute Strecken, legal gebaute Strecken im Wienerwald. Und das sind über 20 Kilometer Shared Trails. Und sehr gute Perspektiven für das Mountainbiken insgesamt im Wienerwald als auch in Österreich-Ost. Ich in Wien, ich wohne in Niederösterreich. Schon sehr lange jetzt auf dem Land hinter Kloster Neuburg. Ganz bewusst mitten im Wienerwald, also das ist mir schon sehr viel wert. Ich würde sagen, es ist eine sehr lebens- und familienfreundliche Region. Ich habe viel gesehen, es gibt wenig, ich würde sogar fast so weit gehen, sehr wenig Gegenden, die eigentlich sich damit vergleichen können. Landschaftlich ist es sehr reich, sage ich mal. Wir haben ganz viele Kulturlandschaften, die ineinander übergehen. Wir haben ein ganz großes Konglomerat von Städten, Gemeinden, also Dorf und Stadt geht fließend ineinander über. Wir haben ein tolles öffentliches Transportsystem im Vergleich zu vielen anderen Regionen. Das darf man nicht vergessen. Wir haben eine wahnsinnig starke Wirtschaft. Das heißt, es ist auch keine Riesenfragestellung, wie man mit der Arbeit weitermacht oder welche Perspektiven sich bieten. Wir haben Ausbildungsmöglichkeiten für unsere Kinder. Da kommt schon sehr, sehr viel zusammen, wo ich sagen würde, es ist eigentlich als Region unheimlich gut aufgestellt.